Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Oxidation und Reduktion in der Vorlesungsreihe der Chemie. Wie ihr seht, sind wir hier schon beim 7. Video angekommen. Und wie das Titelbild vermuten lässt, hier geht es auch viel um Feuer. Und zwar die Oxidation ist in der Regel eine Verbrennung. Aber es gibt auch andere und das werden wir uns jetzt hier ein bisschen genauer anschauen. Doch zunächst erstmal müssen wir uns um unser Thema 1 mit den Oxidationszahlen befassen. Ehe wir dann unter Punkt 2 zur Oxidation, zu Teil 3 der Reduktion und zu Teil 4 der Redoxreaktion kommen, welche quasi die Zusammenfassung der beiden Teilreaktionen Oxidation und Reduktion ist. Gut, dann legen wir einfach mal los und zwar mit den Oxidationszahlen. Ja, Oxidationszahlen stellen eigentlich nur partielle Ladung eines Atoms innerhalb einer Verbindung dar und sie sind damit der Unterschiedsbetrag zwischen der eigentlichen Ladung, die ein Atom tatsächlich aufweist, und jener Ladung, welche das Atom laut dem Periodensystem der Elemente haben sollte. Wie wir alle wissen, gilt die Oktettregel und nach dieser streben alle Atome nach einer stabilen Anzahl von 8 Valenzelektronen oder auch Außenelektronen. Gibt natürlich einige Ausnahmen, zum Beispiel das Wasserstoff, das braucht nur 2 Valenzelektronen, weil es auch nur eine Schale hat, die oder ein Orbital hat, das jeweils ein S-Orbital ist und deswegen nur 2 Elektronen fassen kann und damit bereits stabil ist. Wichtig ist auch, dass die Edelgase nicht reagieren. Die haben ja schon eine stabile Oktettregel. Und ja, deswegen müssen alle anderen Atome entweder Elektronen aufnehmen und das sind damit Elektronenakzeptoren oder sie müssen Elektronen abgeben, was sie zu Elektronendonatoren macht. Umso weiter rechts ein Atom im Periodensystem der Elemente steht, umso mehr Valenzelektronen weist es entsprechend auf und daher wird es auch eher bestrebt sein, Elektronen aufzunehmen, um die stabile Oktettkonfiguration zu erreichen. Es ist energetisch einfach, ich sage es jetzt mal einfach, effizienter, wirtschaftlicher, einige wenige Elektronen aufzunehmen, als wenn man viel hat, die alle abzugeben. Umgekehrt verhält sich mit allen Atomen, die links im PSE stehen. Die haben wenig Valenzelektronen und dort ist es energetisch sinnvoller, diese Elektronen abzugeben, sodass man quasi als äußeres Orbital oder als äußere Schale jetzt theoretisch gesehen ein leeres hat und damit das vorige faktiv voll besetzt ist. Die Bereitschaft eines Atoms, Elektronen abzugeben, wird Elektronegativität genannt. Die kann man als Wert im PSE finden und die braucht man auch. Denn es gilt, umso höher die Elektronegativität ist, desto eher wird das Atom Elektronen aufnehmen und je niedriger sie ist, desto eher wird das Atom Elektronen abgeben. Innerhalb einer Verbindung wird also immer jenes Atom mit der niedrigsten Elektronegativität Elektronen an jenes Atom mit der höchsten abgeben. Das führt natürlich dazu, dass diese Atome dann partielle Teilladungen besitzen. Weil nehmen sie Elektronen auf, werden sie negativer, geben sie welche ab, werden sie technisch gesehen positiver. Diese partielle Teilladung, die man dann mit erreicht, das ist die Oxidationszahl, welche als römische Zahl über das Atom in der Formel geschrieben wird. Und logischerweise muss die Summe der Teilladung immer der Gesamtladung der Verbindung entsprechen, das heißt im Zweifelsfall 0 sein. Machen wir jetzt mal ein Beispiel vom Wasser. Die Formel ist allgegenwärtig bekannt, H2O. Das bedeutet, es besteht aus 2 Wasserstoffatomen. Die haben laut PSE hier eine Elektronegativität von 2,1. Sie stehen in der ersten Hauptgruppe und haben damit ein Valenzelektron. Sauerstoff ist einmal vorhanden, hat eine Elektronegativität von 3,5. Damit ist die Elektronegativität höher als jene vom Wasserstoff. Es befindet sich in der sechsten Hauptgruppe und hat deswegen 6 Valenzelektronen. Das bedeutet, Sauerstoff hat eine höhere Elektronegativität, wird also Elektronen vom Wasserstoff abziehen und der Wasserstoff hat eine niedriger, wird entsprechend abgeben und zweimal je ein Elektron. Und der Sauerstoff nimmt die 2 Elektronen auf und damit haben beide dann eine stabile Oktettregel erfüllt. Genau, wie gerade gesagt, Wasserstoff hat die niedrigere Elektronegativität und wird daher sein Valenzelektron abgeben, wodurch Wasserstoff natürlich einfach positiv geladen wird, hat ein Elektron weniger.
Sauerstoff nimmt beide auf, wird zweifach negativ geladen. Und wir können mal testen, die Gesamtladung von H2O ist 0. Und rechnen wir die Teilladung zusammen, und zwar zweimal ein Wasserstoff mit einfacher positiver Ladung minus einmal Sauerstoff mit doppelt negativer Ladung, haben wir zweimal 1 minus 2, das ergibt 0 und muss natürlich auch so passen. So, am besten übt das mal. Ich habe hier einige Verbindungen aufgeschrieben und die Aufgabe lautet, für diese die Oxidationszahl zu bestimmen. Ein kleiner Hinweis noch, bei Mehrfachbindung, also Doppelbindung, Dreifachbindung und so weiter, gelten genau dieselben Regeln, jedoch pro Bindung ein Elektronenpaar der beiden Atome, die sie verbindet. Das heißt, wenn wir zwei Bindungen zu Sauerstoff haben, muss man halt so betrachten, als wären zwei Sauerstoffatome gebunden. Gut, am besten pausiert ihr das Video und ja, nehmt euch Stift Papier, versucht euch mal an der Lösung der Aufgaben. PSE könnt ihr gerne nehmen, sollt ihr sogar nehmen, ansonsten wird das nämlich schwer, falls ihr nicht jede Elektronegativität hier aus dem Kopf kennt, wo mit Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff eigentlich immer schon recht weit kommt. Und ich bringe natürlich zur Lösung und dann vergleichen wir. Viel Erfolg! Okay, fangen wir an mit HCl. Wasserstoff wird einfach positiv geladen und Chlor wird einfach negativ geladen sein durch die Oxidationszahl. Wasserstoff gibt also Elektronen ab und Chlor nimmt es auf. Bei Natriumchlorid ist das sehr ähnlich. Natrium gibt sein Valenzelektron ab und Chlorid nimmt es auf. Damit Oxidationszahl für Natrium plus 1 und für Chlor minus 1. Bei Schwefelwasserstoff, wir haben hier zwei Wasserstoffatome, die jeweils ein Elektron abgeben, einfach positiv werden und deswegen eine Elektronenzahl und Oxidationszahl von plus 1 haben, während Schwefel beide aufnimmt und deswegen eine Oxidationszahl von minus 2 besitzt. Natriumhydroxid besteht aus drei Atomen. Natrium wird ein Elektron abgeben, ebenso Wasserstoff, damit werden beide positiv geladen und haben deswegen die Oxidationszahl 1. Sauerstoff nimmt die beiden Elektronen auf, wird zweifach negativ geladen partiell und erhält deswegen die Oxidationszahl minus 2. Beim Eisen-2-Oxid, hier sagt es der Name, wird Eisen zweifach positiv geladen und Sauerstoff zweifach negativ geladen, einfach weil Eisen zwei Elektronen abgibt und Sauerstoff diese aufnimmt. Eisen damit hat eine Oxidationszahl von plus 2 hier und Sauerstoff von minus 2. Bei Eisen-3-Oxid, auch hier sagt es der Name wieder, Eisen wird dreifach positiv geladen sein, denn dieses römisch 3, römisch 2, das ist die Oxidationszahl, gibt also drei Elektronen ab jeweils. Sauerstoff nimmt jeweils 2 auf, deswegen auch die Formel Fe2O3, womit wir Oxidationszahlen für Eisen von plus 3 und von Sauerstoff von minus 2 haben. Ja, dann haben wir die Schwefelsäure. Wasserstoff gibt standardmäßig jeweils ein Elektron ab, wird deswegen einfach positiv mit Oxidationszahl plus 1. Schwefel wird hier tatsächlich seine 6 Außenelektronen abgeben, das ist eine Besonderheit hier. Und ja, wird deswegen sechsfach positiv geladen und hat deswegen Oxidationszahl plus 6. Und Sauerstoff nimmt alle 8 frei gewordenen Elektronen auf, die sich natürlich auf die 4 Atome verteilen. Jedes wird dadurch zweifach negativ geladen und erhält deswegen die Oxidationszahl minus 2. Ja, das Eisenthiosulfat hier, FSCN3. Hier muss man schauen, der kleine Trick ist, man weiß, Eisen wird 3 plus sein. Das heißt, die Verbindung da rechts muss in Summe 3 minus sein. Und das ergibt sich eigentlich daraus, dass wir sehen ja, es ist SCN3, das heißt 3 mal diese ganze Verbindung. Das heißt, alles in der Klammer in der Summe muss minus 1 entsprechend sein. Und wie wird das minus 1? Ja, Schwefel nimmt 2 Elektronen auf, Stickstoff nimmt 3 Elektronen auf. Kohlenstoff gibt 4 Elektronen ab, haben wir dann für einmal SCN eine partielle Ladung von römisch minus 1, das 3 mal, damit ist die Verbindung neutral. Und die Oxidationszahlen lauten hier für Schwefel minus 2, Kohlenstoff plus 4 und Stickstoff minus 3. Was man hier bereits merken sollte und sich auch merken kann, ist, dass in den allermeisten Fällen Wasserstoff in der Regel ein Elektron abgibt, Sauerstoff in der Regel 2 Elektronen aufnimmt. Das ist fast immer so.
So, damit kommen wir auch hier neuntens weiter beim Ethanol. Hier müssen wir natürlich jedes einzeln betrachten, ist aber gar nicht so schwer. Nehmen wir die Regel erstmal, jedes Wasserstoff gibt ein Elektron ab, wird also Oxidationszahl plus 1 erhalten. Machen wir mal bei allen. Und schauen uns an, was haben wir noch? Sauerstoff in der Regel nimmt es 2 auf, also minus 2 hier. So, und was haben wir dann noch? Von links nach rechts haben wir jeweils noch zwei Kohlenstoffe. Das linke ist dreimal an Wasserstoff gebunden. Und ja, die drei vom Wasserstoff abgegebenen Elektronen nimmt das Kohlenstoff auf, wird deswegen minus 3. Die Verbindung zum anderen Kohlenstoff ist gleichmäßig. Natürlich haben wir beide dieselbe Elektronegativität. Ja, und das zweite Kohlenstoff, was wir haben, wird natürlich jetzt vom Sauerstoff quasi beeinflusst. Und zwar gibt es ein Elektron an dieses ab. Und last but not least haben wir hier unsere Ca3COH mit einer Doppelbindung, also ein Ethanal, aber dazu kommen wir später. Für die linke Seite CH3 quasi gilt genau dasselbe wie vorhin bei unserem Alkohol. Wir müssen uns also wieder um die rechte Seite kümmern. Ganz einfach, Wasserstoff gibt ein Elektron ab. Oxidationszahl plus 1, ein Sauerstoff wird partiell zweifach negativ geladen, weil es zwei Elektronen aufnimmt. Ja, jetzt rechnen wir quasi einfach nur das C aus. Für die Bindung zum anderen C gibt es nichts, ist gleichbedeutend. Vom Wasserstoff bekommt es ein Elektron, ist also erstmal minus 1. Vom Sauerstoff bekommt es zweimal zwei Elektronen, also insgesamt plus 2. Minus 1 vom Wasserstoff macht partiell plus 1. Und das war es damit auch schon. So, jetzt steigen wir mal ein bisschen tief ein, gehen in die Oxidation. Und wie man am Anfang schon gehört hat in der Vorlesung, ursprünglich galt mal der Begriff Oxidation für alle Reaktionen, wo ein Stoff mit Sauerstoff reagierte und dabei entstehen Oxide, weshalb der Name Oxidation von Französisch Oxygen Sauerstoff abgeleitet ist. Und das sind quasi Verbrennungen gewesen, mehr oder weniger, oder Rostvorgänge. Man hat aber natürlich mit der Zeit weiter geforscht, nachgedacht und der Begriff hat sich dann weiterentwickelt. Und zwar zum Beispiel durch das Verständnis des Bohrschen Atommodells hat man verstanden, dass es auch Reaktionen gibt, bei denen dieser Elektronenübertrag stattfindet, ohne dass Sauerstoff anwesend ist. Und man hat deswegen gesagt, es kann hier nicht sein, dass es nur für Reaktionen mit Sauerstoff ist. Nein, es genügt ein Elektronenabgang. Und das ist deswegen ist das jetzt der aktuelle Begriff. Oxidation ist jede Reaktion, bei dem Elektronen abgegeben werden. Oder anders ausgedrückt, bei der sich die Oxidationszahl des entsprechenden Stoffes erhöht. Das heißt, Atome, Ionen oder Moleküle, die Elektronen abgeben, sind Elektronendonatoren oder auch Reduktionsmittel, weil sie selbst oxidiert werden. Und dabei steigt natürlich ihre Oxidationszahl, ihre Teilladung wird positiver, weil sie halt Elektronen abgegeben haben. Edukte einer Oxidation sind immer die Reduktionsmittel oder Elektronendonatoren. Die Produkte sind immer die Kationen, das ist der Fachbegriff für die entstehenden positiv geladenen Ionen des Reduktionsmittels der Elektronendonatoren, als auch die frei gewordenen Elektronen. Manche werden hier diskutieren, Moment, kein Kation, liegt nicht als Ion vor. Kommt darauf an, wie man es betrachtet. Elektrochemisch liegt ein Kation vor. Wenn man es jetzt aber physikalisch-chemisch betrachten will, muss ich recht geben, ja, es ist nur eine partielle Ladung, insgesamt ist es neutral, liegt kein Kation vor. Das darf jetzt jeder handhaben, wie er gerne möchte. Man könnte jetzt also sagen, die Produkte sind dann immer die partiell positiv geladenen Ionen des entsprechenden Atoms. Einfach gesagt, Reduktionsmittel oder Elektronentonator reagiert zu einem positiv geladenen Ion mit Elektronen oder auch Kationen. Beispiel: Magnesium verbrennt zum Magnesiumoxid. Die Teilreaktion, welche das Magnesium seine Elektronen abgibt, ist die Oxidation. Sehr einfach ausgedrückt: Zweier Magnesium, wir werden sehen warum, reagiert zu 2Mg2+, jeweils zwei Elektronen werden abgegeben. Bei zwei Atomen macht das vier Elektronen, die noch dazukommen als Produkte. Mehr ist es nicht, was man für die Oxidation wissen muss. Okay, kommen wir damit zur Übung Oxidation. Ich habe mir mal fünf Aufgaben ausgedacht und würde euch bitten, einfach mal Stift Papier zu nehmen und zu versuchen, diese Aufgaben zu lösen.
quasi einfach nur die Oxidation darstellen, aufschreiben, welches Atom hier reagiert und wie viele Elektronen abgibt. Ich wünsche viel Erfolg. Okay, kommen wir zu erstens. 2-mal Natrium plus Chlor reagieren zum 2-Natriumchlorid. Ja, einfach 2Na reagiert zu 2Na plus plus 2E minus. Zweitens, 2H2 plus O2, also 2 Wasserstoff plus Sauerstoff, reagieren zu 2 Wasser H2O. Ja, die Oxidation dazu ist 2H2, reagiert zu 4H plus plus 4E minus. Drittens, Stickstoff plus 3-mal Wasserstoff reagiert zu 2-mal Ammoniak. Und die Lösung dazu, 3-mal H2 reagiert zu 6H plus plus 6E minus. Viertens, 2-mal Kohlenmonoxid plus Sauerstoff reagiert zu 2-mal Kohlendioxid. Wir haben also 2C2 plus, ist ja durch den Sauerstoff schon einem zweifach positiv geladen, reagiert zu 2C4 plus plus 4E minus. Jedes Kohlenstoff hat also nochmal 2 Elektronen abgegeben. Fünftens, C2H6, das ist das Ethan, reagiert zu C2H4, das Ethen plus Wasserstoff. Ja, hier haben wir wieder Kohlenstoff, 2-mal C3 minus, reagiert zu 2C2 minus plus 2E minus. Damit kommen wir zum Thema Reduktion, also die gegenüberliegende Reaktion zur Oxidation, bei der die frei gewordenen Elektronen aufgenommen werden. Der Begriff leitet sich von der Reduktion der Oxidationszahl des Atoms, Ions oder Moleküls ab, welches durch die Aufnahme der Elektronen negativer geladen wird. Und diejenigen Atome, Ionen oder Moleküle, die das machen, sind damit Elektronenakzeptoren, damit Oxidationsmittel, sie werden selbst reduziert. Wobei ihre Oxidationszahl sinkt, wobei ihre Teilladung natürlich negativer wird, weil sie halt Elektronen aufgenommen haben. Die Edukte einer Reduktion sind immer die Oxidationsmittel bzw. Elektronenakzeptoren sowie die aufzunehmenden Elektronen. Die Produkte sind dann immer Anionen. Das wieder elektrochemisch betrachtet, physikalisch-chemisch betrachtet, müssen es nicht zwingend Anionen sein, dann sind es einfach nur negativ geladene Ionen. Auch hier kann man, wie gesagt, drüber streiten. Des Oxidationsmittels des Elektronenakzeptors. Einfach mal dargestellt: Unser Oxidationsmittel oder der Elektronenakzeptor plus Elektronen reagiert zu einem Anion oder einem negativ geladenen Ion. Beispiel: Magnesium verbrennt zu Magnesiumoxid und so weiter, was wir vor uns hatten. Jetzt der zweite Teil, die Reduktion, in der wird der Luftsauerstoff die vom Magnesium abgegebenen Elektronen aufnehmen. Wir haben ja vor uns, Mg reagiert zu 2Mg2 plus plus 4E minus und die 4 Elektronen werden hier von einem Sauerstoffmolekül aufgenommen und wir bekommen zwei zweifach negativ geladene Sauerstoffatome. Genau genommen sogar Sauerstoffionen. Ja, meine Aufgabe an euch jetzt wieder: Stelle zu den dargestellten Reaktionen die Reduktion dar. Aufmerksame Beobachter werden festgestellt haben, das sind ja genau dieselben. Genau, zur besseren Übung sollte man jetzt die zweite Teilreaktion einfach mal hier üben. Am besten würde ich euch empfehlen, ihr nehmt noch nicht eure vorige Lösung dazu. Die könnt ihr eher zur Überprüfung eurer Ergebnisse nehmen. Einfach weil ihr rein mathematisch dann schon ausrechnen könnt, ob ihr richtig liegt oder nicht. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg und springe natürlich schon zur nächsten Folie. Okay, kommen wir zuerstens. Immer noch Natrium plus Chlor reagiert zu Natriumchlorid. Hier ist das Chlor der Elektronenakzeptor, nimmt die zwei frei gewordenen Elektronen auf und reagiert zu 2-mal Chlorid, 2Cl minus. Bei zweitens hatten wir Wasserstoff, der mit Sauerstoff zu Wasser reagiert. Und die Reduktion ist O2 plus 4E minus reagiert zu 2O2 minus. Beim dritten hatten wir Stickstoff, der mit Wasserstoff zu Ammoniak reagiert. Die Reduktion muss hier lauten: N2 plus 6E minus reagiert zu 2N3 minus. Viertens, das war, wo Kohlenmonoxid mit Sauerstoff zu Kohlendioxid reagiert. Und die Reduktion hier ist zwar also Sauerstoff O2 plus 4E minus reagiert zu 2O2 minus. Und last but not least, das Ethan, welches zu Ethen wurde unter Freigabe vom Wasserstoff. Hier haben wir 2H plus plus 2E minus reagiert zu H2. Einer der seltenen Fälle, wo Wasserstoff mal Elektronen aufnimmt und nicht abgibt.
Und damit kommen wir zum letzten Thema, wo wir Oxidation und Reduktion zusammenführen lassen, die Redoxreaktion. Das ist, wo Oxidation und Reduktion immer parallel stattfinden, was eigentlich immer der Fall ist. Und somit sind Oxidation und Reduktion zwei Teilreaktionen, die zusammen die Redoxreaktion ergeben, bei welcher ein Edukt oxidiert und ein anderes reduziert wird. Wir haben ja also vereinfacht ausgedrückt ein Oxidationsmittel oder Elektronenakzeptor, der mit einem Reduktionsmittel oder Elektronendonator zu irgendwelchen Produkten reagiert. Machen wir es wieder in unserem Beispiel der Verbrennung von Magnesium. Die Oxidation war, dass wir zwei Magnesiumatome haben, die zu zwei zweifach positiv geladenen Magnesium-Ionen werden, wobei vier Elektronen frei werden. Bei der Reduktion hat einmal Luftsauerstoffmolekül die vier Elektronen aufgenommen und wurde zu zwei Sauerstoff-Ionen. Die Redoxreaktion ergibt sich einfach daraus, dass wir quasi die ganzen Elektronen streichen und ansonsten das zusammenführen, was wir haben, also 2-mal Mg aus der Oxidation plus O2 aus der Reduktion reagiert zu M2-mal MgO. So, und als letztes für heute für die Vorlesung: Wir haben die Oxidation geübt, wir haben Oxidationszahlen geübt, wir haben die Reduktion geübt. Jetzt führen wir all unser Wissen zusammen und üben die Redoxreaktion. Hier habe ich mir sechs andere Aufgaben ausgedacht. Und die Aufgabe lautet, da ich euch hier quasi die Reaktion schon sogar ausgeglichen gegeben habe, ihr sollt bitte die Oxidation und Reduktion darstellen und dann anhand eurer aufgestellten Oxidation und Reduktion selbst mal versuchen, die Redoxreaktion aufzustellen. Die müsste ja dann von der Logik her dieser Reaktion entsprechen, außer, kleiner Unterschied, bei der Redoxreaktion müssen nur die Reaktionspartner angegeben werden, die für die Oxidation und Reduktion notwendig waren. Die anderen kann man außer Acht lassen, der Vollständigkeit halber macht man das unüblicherweise nicht. Aber wenn man wirklich nur nüchtern betrachten will, was reduziert und oxidiert wurde, macht man das so. Aber ihr werdet feststellen, in den kleineren Fällen, den ersten Fällen, ist das dann genau identisch mit unserer normalen Reaktionsgleichung hier. Gut, am besten, ihr fangt einfach mal an. Ich gehe zur Lösung und ihr pausiert das Video, bis ihr fertig seid. Viel Erfolg! Okay, fangen wir mit erstens an. Wir verbrennen Kohlenstoff mit Sauerstoff, logischerweise unter Luftsauerstoff, zu CO2. Die Oxidation ist hier Kohlenstoff, reagiert zu C4 plus 4E-. Die Reduktion, die Elektronen werden von Sauerstoff aufgenommen, zu 2O2-. Die Redoxreaktion, wir streichen die Elektronen und erhalten C plus O2 reagiert zu CO2. Ganz einfach. Zweitens, Radium plus Sauerstoff reagiert zu 2-mal Radiumoxid. Wir verbrennen quasi Radium. Nebenbei nicht ratsam. Okay, wir haben hier 2-mal Radium. Das gibt seine Elektronen ab, wird zu 2Ra2 plus 4E-. Die Reduktion des Sauerstoffs nimmt die wieder auf, wird zu 2O2-. Streichen wir die Elektronen, haben wir die Redoxreaktion. 2Ra plus O2 reagiert zu 2RaO. Drittens, 4Ta plus 5O2 reagiert zu 2Ta2O5. Die Oxidation von 4Ta ist 4Ta, reagiert zu 4Ta5 plus 20E-. Ja, hier werden massiv viele Elektronen frei. Die Reduktion, unsere 10 Sauerstoffatome, wir haben 5 Moleküle, macht 10 Atome, nehmen diese jetzt auf und werden zu 10 Sauerstoffionen mit zweifach negativer Ladung. Und streichen wir mal wieder ganz Elektronen, erhalten wir die Redoxreaktion. 4Ta plus 5O2 reagiert zu 2Ta2O5. Viertens, 2Al plus Fe2O3, also Aluminium plus Eisenoxid, reagiert zu Aluminiumoxid plus 2-mal Eisen. Das ist nebenbei für diejenigen, die sind, die Thermitreaktion sehr, sehr spannend. Sollte man sich mal ein Video zu anschauen, wenn man was sehen will. Gibt ein tolles Video, heißt Thermit und Eis. Ganz verrückt. Aber das nur by the way. Wir machen jetzt die Theorie. Das wäre eine wunderschöne Praxis. Okay, die Oxidation ist 2-mal Aluminium, reagiert zu 2-mal Al3 plus 6E-, also 6 Elektronen, die frei werden. Diese 6 Elektronen werden von unseren zwei dreifach positiv geladenen Eisen aufgenommen. Und das dann quasi zu 2-mal atomaren elementaren Eisen wird.
Die Redoxreaktion ist entsprechend 2Al plus 2Fe3 plus reagiert zu 2Al3 plus plus 2Fe. Ihr seht, hier sind wir vierens schon an dem Punkt angekommen. Der Sauerstoff, den konnten wir komplett vernachlässigen, der ist überhaupt nicht beteiligt an der Redoxreaktion. Fünftens, Glucose, Zucker, C6H12O6 plus 6 mal Sauerstoff. Das heißt, wir verbrennen ihn, unser Körper würde sagen, wir veratmen ihn. Reagiert zu 6CO2 plus 6H2O. Das machen wir nebenbei die ganze Zeit passiv, während wir hier gerade ja, in eurem Fall zuhören und schreiben, in meinem Fall lesen und sprechen. Die Oxidation ist hier sehr schwer gewesen, deswegen auch rot, weil die Kohlenstoffe sind nicht alle gleichmäßig gebunden, auch wenn es so aussieht. Wir haben hier einen Kohlenstoff, was einfach positiv ist, einen Kohlenstoff, was einfach negativ ist und vier Kohlenstoffe, die gleichartig plus minus null sind, weil sie so einmal an Sauerstoff als auch einmal an Wasserstoff gebunden sind. Bei den anderen haben wir jetzt einmal das Dreifache an Wasserstoff gebunden. Das andere hat halt zwei Bindungen zum O, deswegen negativ. Aber in der Summe hätte man 6 mal C auch nehmen können. Aber das hier ist wirklich genauer. Aber 6 mal C, da würde ich Auge zudrücken. Anhand der Zoom-Formel kann man das schwer erkennen. Jedenfalls reagieren die alle gleichmäßig zu 6C4+, wobei 24 Elektronen frei werden. Ja, unsere 6 Sauerstoffmoleküle nehmen die wieder auf, werden zu 12 zweifach negativ geladenen Sauerstoff-Ionen. Und die Redoxreaktion muss lauten 6C plus 6O2 reagiert zu 6CO2. Und last but not least Nummer 6, CH3COOH, die Essigsäure, die wird unter der sogenannten Dekarboxylierung, das heißt Abspaltung von CO2 durch Zuführung von Energie, zu Methan und CO2. Das ist eine ganz spannende Sache. Warum? Was hier oxidiert, also was Elektronen abgibt, der Elektronendonator, ist das zweite Kohlenstoffatom, oder besser Ion ja eigentlich. Das ist ja, hat drei Bindungen zu Sauerstoff, eine Doppelbindung zum einen, eine Einfachbindung zum anderen und ist deswegen dreifach positiv geladen. Und in der Reaktion gibt es noch ein weiteres Elektron ab zu C4 plus plus E minus. Und jetzt kommt das Spannende. Die Reduktion ist auch von Kohlenstoff, nur halt nicht von diesem, sondern von den linken, das bereits dreifach negativ geladen ist, da es drei Bindungen zu Wasserstoff hat. Das nimmt ein weiteres Elektron auf und wird zu C4 minus. Die Redoxreaktion ist dann also C3 plus plus C3 minus, reagiert zu C4 plus plus C4 minus. Und ja, das ist eigentlich das Spannende, dass ein, nennen wir es mal Atom, es war Ion, aber vom PSE betrachtet, ein Element wäre vielleicht besser, ein Element hier sowohl Oxidations- als auch Reduktionsmittel sein kann, was wir hier in dem Fall haben. Wir können auch unser Ergebnis mal gerne überprüfen. Wir müssen ja ein C haben, das vierfach positiv ist. Ja, das ist halt das Kohlenstoff im CO2 dann. Das hat vier Bindungen zum Sauerstoff, zwei Doppelbindungen zu jedem Sauerstoffatom, macht vier Bindungen. Die Sauerstoffatome ziehen jeweils ein Elektron an, nehmen das also quasi ab, wenn man so möchte, von Teilladung, wären dadurch beide negativ. Das heißt, C fehlen in dem Moment vier Elektronen, ist vierfach positiv. Genau andersrum ist es bei Methan, bei CH4. Das hat vier Bindungen zu Wasserstoff und zieht die Elektronen des Wasserstoffs an und wird deswegen vierfach negativ. Und die Wasserstoffatome werden alle zu Ionen, die einfach positiv sind. Also eine ganz spannende Sache, zumindest für einen Chemiker. Gut, und ich würde sagen, damit sind wir mit dem Thema durch. Wer die letzten beiden Reaktionen hier wirklich geschafft hat, Hut ab, das schafft nicht jeder, vor allem wenn man nicht viel Ahnung hat. Wenn man mittlere Ahnung hat, kriegt man es hin mit Mühe. Wenn man viel Ahnung hat, sollte man es hingekriegt haben. Auf jeden Fall machen wir dann später jetzt mit anderen Themen weiter. Aber mit Oxidation und Reduktion sind wir soweit durch. Ich hoffe, es war für euch lehrreich. Würde mich natürlich über eine gute Bewertung freuen. Daumen hoch ist auch immer hilfreich. Was gibt's denn, was sagen YouTuber noch alles so? Mal überlegen. Ach ja, Glocke anklicken für Benachrichtigungen, auch wenn es nicht dauernd funktioniert. Und wie gesagt, wenn ihr irgendeinen Kommentar, Anmerkung, Lob, Kritik habt, gerne in die Kommentare. Ich lese es mir durch, sobald ich Zeit habe. Bis dahin sage ich Tschüss, schönes Wochenende oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr es schaut. Bis zum nächsten Mal.